ins Dumpf. Kurz mal einen kleinen Abstecher in unseren Partnershop Aldi. Ja. Einfach mal so, weil ich hier gerade durch Zufall bin. Dachte, kriegst du noch hin. Morgen. Alles voller Hut jetzt. Nein, natürlich nicht. Wir kicken jetzt kurz. Das sieht aber eigentlich ganz gut gefüllt aus hier. Man könnte Glück haben, man kann auch Pech haben. Also was heißt Pech? Das ist ja nun nicht lebensnotwendig hier. Wobei man manchmal das Gefühl hat, der ist auch, glaube ich, neu. Das Krasse ist, finde ich, dieser Wetterumschwung. Das Zweite ist Donnerstag. Und irgendwie ist es trotzdem angenehm mit Wetter. Es ist nicht zu kalt, nicht zu heiß, aber für mich zu warm. Ich habe eine dicke Jacke angezogen. Ihr seht, bis jetzt ist es noch nicht. Das Schöne ist, es ist schön leer. Geil, mal gucken wir jetzt mal nochmal. Oh geil, kick mal. Hier ist der Nomad. Hier ist der Nomad tatsächlich. Wow. Ich glaube, ich hole mir den nochmal, wenn ich schon hier bin. Nein! Oh. Alles in Ordnung. Dann schauen wir mal hier rein. Was sie hier so haben. Also wäre so eine Vorrichtung auch nicht schlecht. Also komme ich hier mit dem Stativ demnächst mal an. Oder irgendwas hier zum Reinklemmen. Oh. Oh, das ist echt warm. Das ist viel krass. Das ist los, haben wir hier nochmal so. Das ist mir nicht, das ist hier wieder. Ah, okay. Oh, Entschuldigung für meinen Rumgestöhner hier. Ihr wisst bestimmt, auf was ich nach der Suche bin. Mit dem Bus eigentlich hier holt, ich weiß es gar nicht. Oh, hier gibt es diese in Gelb. Die gibt es aber auch noch mal später. Den Gegner. Oh, geil. Gegner. Jawohl. Moin, zwei Kleber. Ja, geil. Das ist geil, auf jeden Fall. Ich bin hier, wie gesagt, beim Aldi. Ein guter Laden. Thema Hot Wheels auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist immer der erste Laden,
der die neuen Hotwheels hat. Oh, geil, kann ich ja zufrieden sein. Das sind eigentlich auch die geilsten von der, von dem Case. Yep, das sieht so hammer aus. So, ich räume das mal wieder alles schön ein hier. Und dann gehen wir eigentlich nochmal auf die andere Seite gehen, aber das ist da echt blöd mit der Kasse. Wenn da Leute stehen, das macht keinen Spaß. Ne? Die Kamera gleich nochmal an, wenn ich an der Kasse bin. So, ihr seht das jetzt mal, dass man da überhaupt nicht rankommt. Hinter mir stehen Leute, vor mir stehen Leute. Fast ist das. Zumindest wenn eine Kasse nur offen ist. Das sind die Alter ätzend. Geht den auch durch die Suchen. Ja, ehrlich mal. Hm, scheint ohne Schnuss zu sein. Doch. Oh, Alter. Hm. Ey, das ist ein ätzend, Alter. Den einen gefunden habe, man soll ja nicht zu gierig sein. Ne? Also, viel Spaß beim Video. Reingehauen, Daumen hoch natürlich, war sehr nett. Und dann grüß ihn rüber. Schön. So, bevor ich das Video eigentlich schließe, wollte ich ja, deswegen war ich hier unterwegs, 2 Euro noch was hier, schön bei Penny, irgendwie ab heute, also ab Donnerstag. Dann haben sie hier so ein Halloween-Bier von Duff, richtig geil. Also ich habe mir jetzt entschieden für einen Silberlack, Seidenmatt, wobei das wird eigentlich, naja, überlege nochmal, eine Weiß auf jeden Fall, aber weswegen ich hier war, eigentlich war der Klarlack. Schön Klarlack, 2-mal nehme ich den mit, wobei man den eigentlich öfter noch mitnehmen könnte. Dann habe ich mir entschieden für so ein Chrom Kupfer, richtig geil, hochglänzend und nochmal hier ein Chrom Gold, wobei man ein Auto in Gold vielleicht eher nicht macht, weiß ich nicht genau. Ich nehme sie aber einfach mal mit. Dann haben sie hier nur so eine Glitter, Glitter-Silberlack. Das wird nur so ein Lack sein. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und dann ist das eben so durchsichtig. Also du musst das schon irgendwie auf eine Grundierung raufsprühen und dann sieht man da so ein paar Flakes. Aber ob das so geil aussieht, bin ich mir nicht sicher. Dann haben sie diese Camouflage-Colors. Die standen da drüben. Wo ich erst dachte, ey, die haben die hier gar nicht. Wo ich auch überlege, ob ich mir jetzt hier 2 Farben mitnehme. Dann haben sie hier noch grau, aber grau, ein graues Auto. Hm. Schwarz habe ich genug. Deswegen, und hier ist nochmal ein Goldlack gewesen, aber seidenmatt. Ob das so geil aussieht, weiß ich auch nicht. Also deswegen, ich bleibe jetzt bei den Dingern hier. Das ist schon genug. Und die Uno dazu. Alter Schwede. 3, 6, 9 Dosen. Heieiei. Juti. Ich sage viel Spaß beim Video. Ja, so sieht es aus, wenn man, sag ich mal, sein Material einkaufen geht. Natürlich nicht unbedingt im Supermarkt, aber das ist ein guter Preis. Und ja. Da gehe ich auf Nummer sicher.
Schöne Werbung. Bis dann, viel Spaß beim Video.